Ich möchte mit euch heute mal wieder ein bisschen tiefer einsteigen in die Wettermaterie, warum die Großwetterlage so ist, wie sie ist und warum sie so bleiben wird. Und dazu schauen wir auf die Nordhemisphärenkarte. Grüße Sie und grüße euch. Wir sind ja immer noch in der Siebenschläferzeit und das bedeutet, eine Wetterlage, die sich jetzt eingerenkt hat, wird über einen längeren Zeitraum Bestand haben. Und es wird vorübergehend zumindest ein bisschen ruhiger, dank dieses trägen Azorenhochs. Und wir schauen auf das amerikanische GFS-Modell in seiner Mittelfristprognose mit den gemittelten Werten für den Beginn der zweiten Juli-Dekade. Da haben wir das kräftige Azorenhoch und das Ablegerhoch, den Keil Richtung Mitteleuropa, Deutschland, Benelux-Länder, Schweiz, Österreich, Italien. Die Tiefs sind dann noch über dem Nordmeer, die bringen kühle Luft. Südlich der Hochachse ist die warme Luft. Und wenn wir in 5,5 Kilometer Höhe uns die Luftmassen anschauen, die minus 10 Grad Isotherme, südlich davon ist die Luft stabil, liegt über dem Mittelmeerraum, die minus 15 Grad Isotherme liegt über dem Norden Deutschlands, nördlich davon ist es labil. Und der Hochdruckkeil hat die Achse genau über die nördlichen Mittelgebirge verlaufend. Das heißt, der Norden hat schwachen Tiefdruck, der Süden schwachen Hochdruck. Jetzt nehmen wir mal die Temperatur in 1500 Meter Höhe, die bekannt ist. Die plus 10 Grad Isotherme verläuft genau über dem Süden Deutschlands. Und Pi mal Daumen kann man um diese Jahreszeit zwischen 12 und 18 Grad draufrechnen. Also normales mitteleuropäisches Sommer- bzw. Hochsommerwetter. Das europäische EZMWF-Modell denkt sich, machen wir es einen Tacken wärmer und verlagert diese Linie der 10 Grad Isotherme weiter nach Norden. Das heißt, wir bekämen mehr Mittelmeerluft ab und die Nordmeerluft bleibt dort, wie sie ist. Und jetzt nehmen wir wieder die Temperaturen in 5,5 Kilometer Höhe, die labile Zone, die stabile Zone. Und wir sehen hier so einen Knick. Das ist eine kleine Bruchstelle, die ist nur in 5,5 Kilometer Höhe und spricht dafür, dass wir hier eine leicht erhöhte Schauer- und Gewitterneigung haben, jeweils im Tagesgang. Es kann also sein, dass wir nach dem europäischen EZMWF-Modell mehr Mittelmeerluft bekommen, zumindest in die Südwesthälfte, die feuchter ist und damit mehr Schauer und Gewitter bringt. Keine übergroße Hitze, aber doch schwülwarme Dampfluft. Gehen wir weiter und schauen zum Ende der zweiten Juli-Dekade auf das amerikanische GFS-Modell. Das europäische EZMWF-Modell sieht übrigens ähnlich aus. Wieder das Azorenhoch, der Keil geht an die Westgrenze Europas und das eine Tief, das über dem Nordmeer war, kommt Richtung südliches Skandinavien voran. Hier haben wir wieder die labile Zone, hier die stabile Zone. Wir liegen genau dazwischen, wir dümpeln also so hin und her. Dazu noch die Temperatur in 1500 Meter Höhe. Diese Sommerlinie verläuft über dem Norden Deutschlands. Mehr Durchschnittswetter um diese Jahreszeit kann es im Prinzip nicht geben. Wir erheben jetzt unseren Blick und schauen auf die Nordhemisphäre von oben. Hier hätten wir den Nordpol, hier haben wir Mitteleuropa und das ist die Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe, die 10 Grad Isotherme, die wir eben gesehen haben. Wir schauen uns jetzt aber was anderes an, und zwar die Fläche der 1500 Meter Höhe. Die ist im Hoch höher, im Tief niedriger. Und die verläuft hier durch das Azorenhoch bis zum Pazifik hoch um den Nordpol herum. Und auf dem Kontinent, in Europa und Asien, ist der Luftdruck tendenziell ein bisschen niedriger und hier über Asien liegt ein Tief. Und diese beiden Hochs bestimmen einfach momentan das Wetter in der Nordhemisphäre mit dem Keil des Azorenhochs, das so ganz, ganz, ganz schwach in den Kontinent reinragt. Gehen wir jetzt auf die Bodenkarten und sehen hier jeweils die Hochs. Und zwischen Hoch und Tief haben wir 1013 Hektopascal. Haben wir hier auf den Karten nicht drauf, sondern nehmen 1015 und haben das kräftige Azorenhoch, das kräftige Pazifikhoch. Der Rest eiert und wabert so rum. Das bedeutet, wir haben nur zwei große Druckgebilde in der Nordhemisphäre, die das Wetter bestimmen und die bleiben dort liegen und über einen längeren Zeitraum. Und das will auch die Siebenschläferregel sagen. Wenn sich das so eingerenkt hat, wird das so weitergehen. Aber was ist mit der Stabilität und mit der Labilität? Da gehen wir jetzt wieder auf 5,5 Kilometer Höhe und schauen uns dort die Temperaturen an. Und da verläuft die Linie um den Nordpol herum so und wir liegen wieder genau mittendrin. Das heißt, an dieser Grundwitterung wird sich wenig ändern und wir fassen als Fazit zusammen. Es wird ab in rund einer Woche ruhiger werden, mit weniger Wind und insgesamt weniger Regen. Dauerhaft stabil, aber eben verhältnismäßig wenig Regen. Nicht dauerhaft stabil, so soll es heißen. Also leicht labil wird es bleiben. Und das Azorenhoch bleibt stark und dadurch gibt es auch keine nachhaltige Hitze in absehbarer Zeit.